Und dann aber jetzt auch noch eine wichtige Nachricht für euch. Ich muss das jetzt kurz cutten. Ich bin nicht in Varo 3. Ich weiß nicht, wer von euch da auf die Idee gekommen ist, dass ich in Varo 3 wäre, aber das bin ich nicht. Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Survival Games. Wir spielen heute auf der Map Survival Games 6. Und ja, heute ohne Facecam, weil ich kann euch sagen, Leute, in meinem Zimmer ist so stockwarm. Also ich wünsche mir gerade nichts mehr als den Winter. Aber an sich mag ich ja den Sommer lieber. Aber fürs Aufnehmen und Co. ist der Winter Hölle. Der Winter vor allem, ich meine der Sommer, die Hölle. Der Winter der Hölle. Okay, natürlich. Auf jeden Fall muss ich echt sagen, heute ohne Facecam und wahrscheinlich auch die nächsten Videos, die kommen werden, weil ich muss vorproduzieren, weil morgen eine Freundin kommt, also am Montag, und da habe ich dann die Woche keine Zeit. Und deswegen, ja, so. Deswegen muss ich ein bisschen produzieren und ich möchte heute gerne etwas ansprechen. Und zwar, wie es mir im 24-Stunden-Livestream ging. Denn wer es vielleicht noch nicht mitbekommen hat, ich habe am 17.07. bis 18.07. einen 24-Stunden-Livestream gemacht und den gemeistert. Also ich habe es geschafft, komplett. Und bin nicht verreckt oder so. So, den haben wir. Nice, nice. Gut. Bin nicht verreckt, aber so halbwegs habe ich es auch nur überlebt, weil ich muss sagen, mir ging es eigentlich von Anfang an richtig gut. War davor zwar 7 Stunden wach, aber egal. Mir ging es richtig gut, aber dann so ab Stunde 6, 7, 8, also nicht Stream, sondern Uhrzeit, so um 6 Uhr, 7 Uhr morgens, war das echt unnormal krass. Und da muss ich ehrlich gesagt sagen, ich wünsche, habe mir dann nichts mehr gewünscht als mein Bett. Aber das konnte ich natürlich nicht machen, weil es ist ein 24-Stunden-Livestream und sowas ziehe ich durch. Also ich bin dann nicht dann so jemand, der dann sagt, mi, 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 ich muss schlafen gehen. Und dann schlafe ich halt meine Güte vor dem PC und stream das. Aber ich hätte ihn niemals einfach so beendet. Und ja, dann ging es mir danach wieder richtig gut. Bis dann ungefähr noch 5 Stunden zu streamen waren. Und dann muss ich sagen, war bei mir wirklich schon so fast die Grenze erreicht. Also das war wirklich mega, mega hart für mich. Ich meine, ich wäre dazu jetzt bereit, nochmal einen 24-Stunden-Stream zu machen. Dann wahrscheinlich zu meinen 24.000 Twitch-Followern. Aber also durchstehen kann man das auf jeden Fall und ich könnte es auch nochmal durchstehen, aber jetzt gerade zu dem Zeitpunkt könnte ich das einfach nicht machen, weil ich einfach gerade hab ich echt von Streams so ein bisschen die Schnauze voll. Also ich werde trotzdem jetzt weiterhin noch streamen und so weiter, aber ich meine so lange, also so 24 Stunden oder so. Deswegen nochmal meinen dicksten Respekt an Simon, dass er das wirklich geschafft hat, damals 48 Stunden zu streamen. Für mich persönlich, ich glaube nicht, dass ich das einfach so packen könnte. Also ich würde wahrscheinlich wirklich heftig vor dem PC pennen, aber dann wahrscheinlich wirklich einpennen, also wirklich wahrscheinlich schlafen. Und das wäre echt krass. Oh oh. Oh mein Gott, ein fucking Herz. Ich wäre fast gestorben. Ich unterschätze das meistens, dass sie mehr Damage machen, als ich so denke, weil viele haben echt gute Hits drauf. Und ich meine, ich nehme jetzt ja auch schon 45 Minuten auf oder so. Oh, jetzt habe ich auch was in den Kuchen platziert. Das wollte ich nicht. Ja, so. Dann gehen wir einfach mal weiter. Also wirklich krass, dass ich es geschafft habe. Ich bin irgendwie selber ein bisschen stolz auf mich. Weil ich hätte das nicht erwartet, dass ich das meistere. So scheiße, jetzt erstmal wegrennen 23 Stunden lang und so gucken, dass er nicht weiß, dass wir hinter ihm sind. So. Erstmal hier schön drüber jumpen. So, dann gehen wir in die Kathedrale rein. So, mein Lieber, ich war da. Hinter der Ecke. Oh mein Gott.
Oh mein Gott, jetzt bleibe ich hier, bis ich voll bin, das verspreche ich euch. Ich kann nicht mehr länger warten. Oh mein Gott, ich muss weg. Hier, tschüss. Tschüssi, bin weg. Hatte der nicht auch eine Eisenbrust? Ich weiß es gar nicht. Aber ich dachte gerade echt, wir sterben. Weil der hat uns dann echt noch ein paar gute Hits gegeben, aber... Nee, er hatte leider keine Eisenbrust. Eine Goldbrust hatte der, so. Dann gehen wir einfach mal hier hoch und sortieren auch so ein bisschen aus. Zack, 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 zack. Die Schuhe sind noch ganz nice. Eine Angel hätte ich auch ganz gern. So, das weg damit, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Perfekt. Also da ging es mir im Livestream dann wieder gut. Also so ganz am Ende halt, wo es halt dann schon so weit war, dass ich wusste, okay, es ist nur noch eine Stunde. Da muss ich sagen, da habe ich mich dann schon sehr, sehr, sehr gefreut. Und ich meine, ich habe danach jetzt auch fast 16 Stunden geschlafen. Das war schon gut dann. Also ich habe auch wenig gegessen. Das war, ich muss sagen, es war wirklich für mich auch eine fette, fette Erfahrung wert, dass ich einfach dann sehe, so, okay, das war jetzt im Livestream. Und dann aber jetzt auch noch eine wichtige Nachricht für euch. Ich muss das jetzt kurz cutten. Ich bin nicht in Varo 3. Ich weiß nicht, wer von euch da auf die Idee gekommen ist, dass ich in Varo 3 wäre, aber das bin ich nicht. Ich bin nicht in Varo 3 und ich mache da nicht mit und ich habe da kein Team mit Killer Crafter. Also ich weiß nicht, wer sich sowas echt immer ausdenkt hier. Ich meine, vor allem reißt das ja auch total viele Leute mit. Zum Beispiel, ich habe so viele, also wirklich unnormal, so viele Fanseiten gesehen, die tatsächlich, die wirklich ein Dings gemacht haben. So Videos, wo die dann Killer Doggy geschrieben haben und da, wo dann ich und Killer Crafted zu sehen war. Ich meine, irgendwie fühlt man sich ja dann geschmeichelt, weil man sieht, oh ja, guck mal, die sind voll nett und so. Aber nein, wir sind nicht in Varo 3 und ich hoffe, dass das jetzt damit für alle mal geklärt ist, dass wir nicht bei Varo 3 mitmachen, weil ich muss euch sagen, Leute, es hat schon dezent abgefuckt. Muss man einfach mal so sagen. Scheiße. Wenn der das jetzt noch packt, ne? Nee, kacke, ich muss ihn doch jetzt noch treffen. Der kann doch jetzt nicht abhauen hier. Ja. Und jetzt ein Hit noch und der ist tot. Ein Hit noch und der ist tot. Ich hoffe, ich treffe den jetzt gleich hier an. Scheiße. Okay, den habe ich. So, ganz schön was essen, weil ich bin eh fast full. Ich habe Angst, dass die mich jetzt abstauben möchte. Also sie wird mich, glaube ich, auf jeden Fall abstauben. Aber ob sie es schafft, ich habe keine Ahnung. Oh, die hat ein Diamantschwert. Das finde ich jetzt nicht so nice. Ich esse mal ganz schnell was. Okay, sie sortiert aus. Oh, 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 oh. Oh, da hat sie mich noch bekommen. GG. Es hat noch einer gelebt. Lol, ich dachte, das war der Endkampf. Aber egal, da ich jetzt einfach schon so lange aufnehme, nehme ich jetzt einfach die Runde. Normalerweise ist es für mich untypisch, dass ich Runden nehme, wo ich quasi faile. Aber für mich war das jetzt einfach die Hölle, da zu sehen, dass ich gar nicht aufgenommen habe, weil ich wirklich einige tolle Runden hatte. Aber egal, die werde ich dann halt irgendwann mal als Gameplay nehmen, weil ich habe ja noch die Audio nicht aufgenommen. Und ich würde einfach mal sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst euch einfach ein Däumchen nach oben da. Schreibt mir mal eure Kommentare rein, was ihr zu 24 Stunden Wachsein bzw. Livestream haltet. Macht's gut und ciao.